Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Cruising Kansas Event Video. Wir stehen hier immer noch in Junction City. Mittlerweile hat auch das Christmas Winterland Event 2023 begonnen. Das heißt, wir haben wahrscheinlich den einen oder anderen Auftrag, der uns eventuell dadurch flöten geht. Wir werden sehen. Auf jeden Fall werden wir jetzt im Fachmarkt auch die Aufträge haben. Schauen wir mal nach, wohin die Reise geht. Ich hoffe, ich habe noch alles auf dem Schirm, was wir haben und was wir nicht haben. Na, wie wir sehen können hier, es ist mittlerweile schon wird fleißig gefahren. Gucken wir mal, ob wir überhaupt was haben. Von nach Junction City nach Kansas City zu 18-Wheelers Garage mit Busmotorhauben. Das könnte es werden. 144 Meilen. Wahrscheinlich wird es das auch, weil wir einfach keinen anderen Auftrag gerade haben. Die einzige Fracht, die wir fahren können, nämlich Busmotorhauben. Knapp 2000 Pfund von AI Automobil zur 18-Wheels Garage in Kansas City für knapp 10.000 oder sogar wahrscheinlich ein bisschen mehr als 10.000. Wenn wir die Auflagen haben, kriegen wir auch die Boni dazu. Mal schauen, vielleicht bekommen wir dann in Kansas City ja einen Auftrag von der vom Cargo Terminal vom Cargo Terminal, was Züge betrifft. Oh. Natürlich muss er noch tanken. Das machen wir noch mal zuerst. Genau. Und ich muss das Licht einschalten. Nicht denselben Fehler machen wie in ETS 2. Denn es gab ja schließlich ein Update, wodurch alles erstmal wieder zurückgesetzt wurde. 4,34 $. Also sprich, genau, dass das Licht nicht mehr an ist. Denn ich musste in ETS 2, wie ihr im morgigen Video sehen könnt, dafür Strafe zahlen. Dementsprechend nehme ich dieses Video auch auf, bevor. Ne, Quatsch. Nachdem ich das ETS 2 Video. Ja, da kommen wir irgendwie auch raus. Nach dem Video, was heute kommt. Und auch nach dem, was morgen kommt, kommen wir hier raus. Wir haben einen Drive-Thru. Ja. Den Weg wollen wir natürlich nicht fahren. Da kriegen wir die Kurve garantiert nicht. Ja. Dementsprechend hört ihr mich im morgigen ETS 2 Video auch nochmal über eigentlich genauer auf das diesjährige Weihnachtsevent eingehen, so ein bisschen zumindest. Ein bisschen genauer als jetzt. Ja, und dann haben wir natürlich eine Ampel. Natürlich springst du auf grün, wenn wir an der Ampel stehen. Dass wir zum Stehen kommen. Wäre schön, wenn sie jetzt auch genauso umspringen wie die andere, aber wahrscheinlich eher nicht. Mal rechts abbiegen und dann die Motorhauben gleich holen. Aber es ist eine coole Fracht, finde ich. Deswegen werde ich auch, glaube ich, auch noch weiter fahren hier während des Events, einfach um viele verschiedene Frachten zu fahren und noch Orte zu entdecken. Ich denke, ich werde auch hier in ETS 2 fahren mit dem Weihnachtstruck Event und so weiter. Aber ich werde auch Kansas nicht vergessen.
Weil ich da noch ein bisschen was vorhabe. Ich bin hier richtig. Und da dürften wir unsere Motorhauben gerade schon haben, genau. Das ist ja auch echt eine coole Frage. Auch irgendwie neue Farbe vom Trailer, glaube ich. So blau war das noch nie so. Was wird das sein? Marine Blau, Atlantic Blue? Weiß wahrscheinlich noch ein bisschen zu hell dafür, ne? Wenn ihr wisst, was das für ein Blau ist, dann sagt gerne Bescheid. Aber es ist echt eine sehr nice Fracht. Von da kommt nichts. Sehr schön auf einen Lidl. Kommt jetzt wieder auf was hier? Okay. Nicht ganz drin gewesen. So, jetzt haben wir 154 Meilen bis Kansas City. Und ich würde sagen, an der Ampel können wir mal kurz schauen, wie denn die Fahrt so ist, wie die Strecke so ist. Ich fahre doch Speed Limit. Ach, da war ja gar keine Ampel. Da war ja was. Dann schauen wir hier am Shop-Schild halt. Mit der Handbrake. Ja, die Interstate 70 eigentlich komplett hoch nach Kansas City. Und dann hier zu 18 wie das Garage. Das Terminal der Begierde wird wahrscheinlich hier sein. Schauen wir mal, ob wir da zu eine Fracht von haben. Bevor ich es vergesse, Kansas City ist notiert. Nicht denselben Fehler machen wie in ETS 2, dass ich zwei Städte, Craiova und Constanza, vergesse. Und mich dann frage, wie ich denn zwei abgeschlossene Dinger zu viel haben kann. Und dann fahren wir mal hoch bei Schalding auf 65 Miles per Hour. Bin mal gespannt, was für eine Ladestelle das ist. Eine Abladestelle natürlich. Denn ich kann mir nichts darunter vorstellen momentan. Genau, und auch wenn es jetzt nicht wirklich zu ATS passt, ich werde jetzt wahrscheinlich schon eine, ich werde eine Umfrage bereits veröffentlicht haben für ETS2. Für ATS brauche ich keine Umfrage, denn wir werden den Volvo nutzen. Haben wir stetig frisch gekauft. Aber für ETS2 eine Umfrage, welchen Truck ich mir eben wie diesen Volvo hier in ATS, in ETS2 Gebrauch kaufen soll. Für das Weihnachts-Event, den ich halt dort im Weihnachts-Event erfahren werde. Da ist ja eine Menge zur Auswahl. Oh Gott. Da ist mir beinahe, was heißt beinahe, die Flasche ist mir schon aus der Hand gerutscht. Aber zum Glück. Also die offene Flasche bemerkt, die am Zumachen war, aber zum Glück nichts passiert. Schön, dass wir hier durch können, vorbeifahren können. Ich meine, wir fahren ja auch nichts, ne? Also es ist ja fast eine Leerfahrt. Kann man ja nicht anders sagen. 1800 Pfund, ich weiß nicht, ob ich jemals so eine leichte Fracht gefahren bin. Also ich würde mich eigentlich aus dem Fenster lehnen und sagen, die ist weitaus leichter als die leichteste Fracht, die ich bisher hatte. Ich schätze mal sogar halb so leicht wie die, die leichteste Fracht.
Ich denke mal, dass sie ein schlechtes war, sonst irgendwie so bei 3.500 Pfund waren. Also roundabout halt, ne? Weil doch, es ist ja sogar schon fast die Hälfte. Wenn man damit rechnet. Was haben wir hier? Welcome to Topeka. Oder war es Topeka? Ist er nicht verwirrt. Nee, Topeka war richtig. Dann fahren wir so tatsächlich noch an Topeka vorbei. Auf unserer kurzen Fahrt. Moment, da würde mich mal interessieren, wann man da zurückgesetzt wurde. Ist das jetzt auch zurückgesetzt worden? Oh Gott, war das? Ich muss auf eine Garagestrecke warten, die jetzt kommt. Nee, okay, gut. Wahrscheinlich nicht. Man kann ja, man weiß ja nie. Kann ja immer mal passieren, dass dann trotzdem irgendwie noch mehr kaputt gemacht wird. Deswegen lieber auf Nummer sicher gehen. Wäre so ein schwierig für die Statistik, weil ich dann nicht mehr hätte nachgucken können. Bei den meisten Sachen zumindest. Oh, sogar 80 jetzt. Ah ne, Quatsch, es sind noch 60. Nevermind. Die 60 sah kurz aus wie eine 80. Okay, jetzt kommen wir sogar auch wieder zu einer Mautstrecke. Wissen wir hier, was für eine Toll Road es ist? Wahrscheinlich nicht. Steht hier wahrscheinlich nicht dran. Nee. Okay, Cash Vehicles only take a ticket. Okay, wir bleiben natürlich auf der linken Spur. Wir fahren da einfach mal so durch. Kriegen das ja hier irgendwie irgendwo, das ja bestimmt, wo wir es abgebucht bekommen. Anfang der Mautstrecke, Gebühr ist am Ende jetzt errichtet, natürlich. Da haben wir auch eine Geschwindigkeit drauf, wir können sogar noch schneller fahren, jetzt die 5 Meilen, die wir maximal weiter schnell fahren können. Das war die maximale Höchstgeschwindigkeit aktuell. Was ich natürlich mal wieder übersehen habe. Natürlich haben wir jetzt hier eine Fahrbahnverengung. Und jetzt sind wir eigentlich schon fast da. Also das ist ja wirklich echt nicht weit. Allerdings, die weiten Fahrten kommen dann wieder beim Weihnachtsevent mit Sicherheit. Deswegen werde ich auch wieder das. Werde ich auch nicht täglich zwei Videos bringen. Einfach schon mal vorweggenommen für das Video morgen in ETS 2. Einfach, weil es einfach too much wäre. Zwei Videos am Tag, die anderthalb Stunden sind oder länger. Vielleicht mal auch schon $4. Ich weiß halt nicht, wie es in ETS 2 ist. In ATS sind wir ja full, was die Kilometer betrifft, aber in ETS 2 auf dem Profil sind wir natürlich noch gedrosselt zu zwei Stufen drunter. Also die eine Stufe drunter so gesehen, also nicht das Maximum, sondern lass mich mal kurz gucken. Ne, Fähigkeiten wäre es gewesen. Ja gut, ich muss um die 1600 Meilen konvertiert in Kilometer halt.
Er sagt, weil in Kansas City das Sunflower State 11 von 14. Also ich weiß jetzt natürlich gerade nicht, ob das jetzt genau gleich umgerechnet ist. Hat der Taschenrechner einen Währungsrechner? Ich glaube schon. Aber auch länger. Vielleicht. Na gut. Unter 55. Ja, etwas mit Geschwindigkeit, aber. Und Fläche. Hat runter auf 30. So, ich will natürlich auch gleich was sehen, deswegen guck ich mal irgendwas nach. Okay, ja. Also, wenn das wirklich äquivalent zu dem ist, was in ETS 2 ist, dann wären das um die 2500 Kilometer. Jetzt abgezogen von den 75. Das waren empfohlene 30, stimmt ja. Aber man muss ja auch sagen, es ist natürlich auch wieder ein schönes wildes Kreuz in Kansas City. Was haben wir denn hier links gleich? Richtige Taste gleich drücken. Oh, wir haben ja eins von den schönen Silos. Flavor Fair. Turn left. Wir haben ja sogar ein Viewpunkt, den ich wahrscheinlich dann in der nächsten Fahrt, im nächsten Video dann anschauen werde. Einfach auf der verkehrten Seite liegt. Oder auf dem Rückweg, je nachdem. Ja, wieder ein bisschen schneller unterwegs. Und hier haben wir 18 Wheels Garage. So sehr wollten wir nicht stehen bleiben. Here we are, safe and sound. Sogar mit eigenen Trailern, die da einfach drin stehen. Dann laden wir mal die Busmoderhauben. Ausgezeichnet, Busmoderhauben von Junction City nach Kansas City geliefert. Fahrstrecke 153 Meilen, Dauer 19 Minuten. 24 Gallonen verbraucht. Das war der 138. ATS World Auftrag, der erledigt wurde. Es gab $9000 dafür und 306 Erfahrungspunkte. Ja, ich würde sagen, wir gucken, ob wir dann den Schlafplatz. Wir brauchen keinen Schlafplatz, fällt mir gerade auf. Deswegen werden wir es doch nicht in dieser Folge machen, weil wir keinen Schlafplatz brauchen. Dafür gucken wir einfach mal. Oh, ist aber schön hier, dass mit Cruising Kansas hier auch angezeigt wird, 9 von 14. Wir schauen einfach mal nach, denn ich werde nochmal ein Video hier noch aufnehmen, wohin die Reise im nächsten Video morgen gehen könnte. Waren wir schon in Emporia? Ich glaube, in Emporia waren wir noch nicht. In Emporia waren wir noch nicht. Es könnte nach Emporia gehen. Was haben wir denn nach Emporia? Von Johnson & Smith, von Ecos Powers. Wird wahrscheinlich die Erdbauwalze. Weil wir sie noch nicht hatten. Da haben wir nix. Das ist sinnfrei. Jetzt so weit gescrollt? Nein. Da haben wir noch weiter als Kansas City. Ich meine, der Auswahl ist ja nicht mehr ganz so groß. Nur 5 Städte. Und es darf nicht weit genug weg, nah genug dran sein. Pittsburgh könnten wir machen von Johnson & Smith. Das wäre aber das Einzige. Würde sogar ein bisschen mehr bringen. Emporia haben wir hier. Das könnten wir sogar nach Pittsburgh. Okay, von. Puh.
Finde ich ja schon wieder schwierig. Wir hätten danach noch Marysville, was offen ist. Wir haben. Also, was wir offen haben: Emporia, Marysville, Pittsburgh, Hutchinson und Hayes. Diese fünf haben wir aktuell noch ausstehend. Und ich brauche eigentlich nicht mehr weiter gucken, denn die weiteren Städte, die hier sind, die haben wir schon gesehen. Das heißt, wird wahrscheinlich so aussehen, dass wir eine Industriekabeltrommel nach Pittsburgh fahren und dann von Pittsburgh aus entweder nach Hutchinson, Marysville oder Hayes. Das alles dann aber im Morgenvideo und dann im Laufe der Tage. Ich bedanke mich vielmals für euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehe ich euch hoffentlich im nächsten Cruising Kansas Event Video wieder. Tschüss!